Hallo und herzlich willkommen zu, was weiß ich, ist scheißegal. Mit dabei Pascal. Nee, Servus. Da. Und wir fahren von Prag nach. Ich will diesmal ein bisschen Ende machen. Brünn. Was? Nach Brünn fahren wollte. Nach Brünnen? Brünn? Brünn! Hab ich doch gesagt. Ja, genau. Ich habe eben gerade Planet Coaster hochgeladen von einer Minute. Und, also das aber ist jetzt online. Obwohl ich das gestern aufgenommen habe. Ich hab das Video schon gesehen. Gar nicht. Nein, oder gestern auf jeden Fall irgendwie sowas. Aber naja. Darum kommt jetzt mal Autofuck. Bei Shellshock Live bin ich mir noch nicht sicher. Weil ich habe das probiert schon mal aufzunehmen und das ist einfach immer abgestürzt, OBS dann. Vielleicht habt ihr da ja mal einen Tipp, wie man es nicht abstürzt oder ihr es schon selber aufgenommen habt. Etc. Ja, manche machen ja Livestreams darüber. Und heute gehen wir einfach Gas, wir haben keine Frachte, ne? Und weil das Spiel uns einmal wieder miesen Scheiß spielt. Genau. Pass auf, wegen hier über die Brücke, rechts nicht so doll rauffahren, sonst... Naja, ich hab da schon genug Erfahrung gemacht. Das heißt, sowas immer... Och, und schön. Naja. So. Ich kann's leider nicht zeigen, aber wir probieren mal heute zwei Städte zu fahren. Also von Prag nach uns, ne? Also wir fahren jetzt in... Also wo sind wir gerade? Wir sind von Prag losgefahren. In Tschechien, ne? Tschechien, genau. Ja. Und heute fahren wir nach unten von Tschechien. Also, ich glaube, wir fahren sogar Süden, heute in die Slowakei rein. Wir fahren heute in den Süden sogar, in den Süden von Tschechien. Ja, ein bisschen. Auf Erdkunde-Style so. Ihr scheiß Lehrer, Alter, wir lernen doch! Ach, nee, Alter, sowas. Videobeweis! Schön, so Englischlehrerin hat halt wieder mal schlecht gebissen. Ja. Frau Müller, ich will heute probieren, heute mal noch einen Livestream aufzunehmen. Ja, Shishok Live-Kurs. Nee, auf PC lasse ich es noch sein. Wenn hier jemand hochkommt, kann ich das nicht rausschneiden. Dann müsste ich, glaube ich, stumm. Aber da muss ich mir dann noch meine Taste hier einrichten. Vom Mikro. Oh, da kommen zwei von vorne. Mal ein bisschen langsamer werden. Eine von den Admin, oder? Nee. Oder? Alles gut. So. Fahren wir wieder Vollgas. 112 Kilometer. Ich hab mir noch gar keinen Wegpunkt gemacht, Alter. Ich schon. Ich hab keinen Bock jetzt die ganze Zeit Pause zu drücken. Du musst dann sagen, wenn du irgendwo abfährst, ne? Ja, es geht im Moment immer nur noch geradeaus. Die ganze Weile. Wir kriegen sogar so auch XP. Also EP. XP? Ich weiß aber noch nicht, in wo drin ich den Livestream mache. Also in welchem Spiel. Ich hoffe mal, dass es bald mit Jurassic World dann weitergeht. Da waren ja 5 Folgen noch. 5 Livestreams. Hintereinander. Und da kommt ja ab dem 10. Dezember was Neues. Raus. Tja. Was knarscht da im Hintergrund bei dir so? Ich mach gar nichts, ich steuere nur. Das war halt so knarschen. Aber bestimmt eine Aufnahme auch. Wenn ja, dann ist es so, und wenn nicht, dann geht's so Pascal auf die Nerven, wo keiner läuft. Was? Dann ist es wieder Teamspeak, dann hat Teamspeak wieder Schuld. Nee. Teamspeak hat bisher immer fast überall Schuld gehabt. Davor war es Discord. Discord war der Leck-Zeug da, weißt du? Nur Teamspeak ist hier so mehr Rauschzeug. Discord ist halt generell Kack. Discord da, aber dafür kann man da eben halt sehen, was der andere macht.
Das ist das Einzige, was gut daran ist. Wow. Ja, aber dann kann man das schnell erklären. Das geht viel schneller, als wenn man nur die ganze Zeit hier quatschen will. In der sieht's nicht. Oh, 7% Schaden. Hier kommt eine Kreuzung, aber hier einfach geradeaus. Also nicht rechts runter. Und 40 Kilometer. Wie viel? 40 habe ich noch. Nach dem Weg. Gleich da. Also wir fahren auf über zwei Städte lang. Ja. Weil das hier, das war jetzt voll kurz. Wir waren gerade bei 170 hin. So, dann wieder schon und reingekommen bis zum nächsten Mal. Okay. Nach 5 Minuten oder so. Also bis Slowenien will ich heute fahren. Also da die eine Stadt, da gibt es ja nur eine. Du meinst nach Slowakei, nicht nach Slowenien. Ja, das stimmt, Slowenien ist auch. Da, der sieht ja mal wieder Sven seine geografischen Künste. So, und hier ist die Kreuzung, bin schon da. Links, rechts. Was? Rechts runter. Geht nur rechts runter, sonst kommst du ja gar nicht rüber. Und mich egal. Guck, bist du hinter mir. Gas geben, bitte. So, wir sind im Brunnen. Ja, stand das schon? Nee. Ich glaube, hinter uns ist Brunnen. Hier gibt's Glück. Das hier ist aber auch. Aber hier ist die Garage. Ich werde erstmal die Garage kommen. Jetzt sind wir im Brunnen. Ja. Und hier können wir dann gleich mal gucken, ob wir was Neues finden. Und sonst fahren wir erst rüber. Tremaria da. Alter, muss man ja abbremsen, ey. Sieh leicht. So, und hier ist die Garage. Um 80.000. So. Zack. Also gar nichts ist das für mich hier, gar nichts. Nur durchfahren. So. Wo hänge ich denn jetzt hier schon wieder, Mann? Du kannst wohl nicht fahren, wa? Knall gleich. Wie denn? Willst du durch mal reinfahren oder was? Aber sowas knallt gleich. Dann heißt das 12.000 Euro zahlen, Alter. Schön. Und nachgucken, ne? Überall. Ist irgendwas nach Slowenien? Hier reinfahren, ne? Ernsthaft? Schön nachgucken überall. Ich kann woanders haben und du kannst woanders haben. Das ist immer woanders. Man muss alle nachgucken und nicht nur einen. Ach, denken, ja, der eine hat nichts und der andere anders. Nee, wo ist denn das vorhin geworden? Hast du da Sachen? Nee, Bratislava. Ja, ich hab was nach Bratislava. Ist das das? Ja, kommt drauf an. Willst du jetzt nach Slowakei oder willst du nach Österreich? Na, nicht nach Wien, Linz oder Graz. Nach Bratislava. Bratislava, ja, da habe ich was. Ja. Kannst du schon mal annehmen. Okay, dann habe ich das. Und warten, bis ich auch was habe. Als ob jetzt mein Hänger steckt. Komm, ich muss noch ein Stück weiter nach vorne. Fährt er nicht rückwärts? So, ich hab was, wo ich falsch bin. Sei der Maul, Mann. Oh, no, Alter, was ist denn das für ein Drecks? Diese Eingänge, Alter.
größte Scheiß hier. Trameri. Jetzt hänge ich wieder rechts. Ich komme nicht rein. Ich muss es holen. Du bist so fett. Oh, hast du Lack gesoffen, Alter. Was denn hier? Ja, auch kurz zurückfahren und nach vorne, das wird doch mal genug Platz geben. Du kannst ja nicht fahren, du fährst ja wie ein Anfänger. Ja, Alter, hast eine Ahnung, wie scheiße eng das ist mit so fetten LKW? Ich will da nur in den Punkt hier vorne, Mann. Lass mich doch hier rein. Ey, der ist direkt vor mir, Alter, und ich komm da nicht rein. Jetzt komme ich auch nicht wieder raus. Nee, ich muss gerade reinfahren. Ich muss erstmal komplett gerade ein bisschen und dann rechts rum. Ja, genau, so fährt man auf jeden Fall nicht. Wie Sven Peters fährt. So fährt man auf jeden Fall schon mal nicht. Komm ich so rein? Jetzt hänge ich nicht. Ja. Ich bin drin. Wow, nichts. Mann, hat sich das gelohnt. So, ich fahre mal zum anderen Teil da. Stimmt, man könnte ja mal gucken, ob es da noch einen Händler gibt. Da gibt es noch einen Händler. Was? Da gibt es bestimmt noch irgendwann. So. Hab ich Schaden gemacht? Ja. Immer runter. Ich kann mir rüber teleportieren. Weiter. Alter Junge, kannst du nicht gucken oder was? Nein, ich hab gerade hier nichts. Tschüss. Ich würde so gerne mal einer reinfahren. Ach, ich bin nicht. War schon 110. So, und da sind wir auch. Eine Arbeitsagentur. Noch genau. Aus. Hier. Arbeitsagentur. Hier ist noch ein Laden. Mehr ist hier nicht. Ich guck mal, ob da hinten mal den Neuen. Das ist nur eine Werkstatt. Neuer Händler ist das. Da ist nur eine Werkstatt. Ja, sicher. Da ist nur eine Werkstatt. Guckt auf die Karte. Wien will ich nicht. Gut, dann musst du halt so fahren, ne? Ja. Ist mir wurscht. So, Rückpunkt bei Dings hin machen. Wo ist es? Da, die Garage. 150 Kilometer aber. Ja, warte, ich komm jetzt angefahren. Nicht mal drehen. Von der Seitenstraße. Was? Nee, ich kack ab, Alter. Dann geh nicht hin. Naja, tatsächlich schon nicht auf. Ich bin sehr sicherer Autofahrer. Treckerfahrer. Ding ja, LKW-Fahrer. Geht 14 Minuten lang und das Schnarren hört man leider. Also so ein ganz leichtes. So, und dann fahren wir jetzt nach Ding. Und dann rechts so. Hat man immer noch ein Schnarren? Nein. Nee? Jetzt gerade gar nicht mehr so. Jetzt ist es fertig.
Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder weg. Da. Weg. Aber Bratislava. Also wir haben 14 Minuten. Also wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ja, wenn wir da sind, dann reicht das eigentlich. Ja. 13% Schaden, Alter. Mann, eine kleine Kurve hier. Meiner fährt einfach nicht mehr als 100. Digga, diese scheiß Hupfinde. Muss man eine Maut sein, ja, oder? Noch nicht. Weil ich denke mal, wenn man am Pott ist, aber rein wollen. Du wolltest nur mal wissen. Zu tanken oder was? Nee. Ich fahr vorbei. Also, boah. Na, wo bist du? Genau hinter dir jetzt. Zack. Bist du mir hinterher gefahren? Ja. Ich dachte, du wärst den normalen Weg weiter. Kommt hier eine Maut? Nö. Oder? Nö. Hier ist es nur so Zeug zum Kacken. Nee. Oder? Ja. Zum Parken, ja. Das ist dieses Schlaf. Ja, wie heißt das? Keine Ahnung. Schlafdinger. Schlafparkplatz, so. Probieren wir mal was ganz Fürchterliches jetzt so zu fahren. Den holst du ein bisschen auf sogar. Hast du das gerade nachgemacht schon wieder? Ja. Ach du Spacken, ey. Das ist ein bisschen gefährlich, Alter. Wenn da hängen bleibt. Die Folge heißt heute nicht so, wir fahren heute nach Ding, nach Bratislava, sondern ich fahre heute Sven hinterher. Jo. Eigentlich müsste ich dir hinterher fahren, du hast einen Auftrag. Nein, warte mal auf den Anführer. Nee. Ich bin auf der 2, ich gebe jetzt voll Gas. So, nochmal zum Livestream zurückzukommen. Ich glaube, den nehmen wir dann. Also, ich nehme den dann auf der PS4 auf jeden Fall auf. Das heißt, ich zocke auf jeden Fall auf der PS4. Heute Abend oder was? Ah ja, gut. Aber ich weiß nicht, was ich da zocken soll. Ich weiß noch nicht ganz genau. Wenn du keine Lust hast auf PSW, dann komm mal auf, dann komm auf jeden Fall Computer. Ich bin dabei. Jetzt hat mir noch eine Schlesch auch gleich. Jetzt fahre ich in den Tunnel rein. So, wir sind gleich da. Tunnel. Nach dem Tunnel ist es nicht mehr weit. 560 Euro Schadensbegrenzung, man kennt ihn. Geschwindigkeitsbegrenzung, nicht Schadensbegrenzung. Ja, Henne, hab ich doch gesagt. Nee. Du hast eine Schadensbegrenzung gesagt, nicht Geschwindigkeit. Nein! 72% Schaden, ich bin gefickt. Mein, Sven, fahr mal bitte kurz zurück und schau dir das mal bitte an, wie ich da stehe, oh. Bitte. Bitte, das ist lustig, bitte. Oh Mann, Alter. Ich hoffe, ich werde nach Bratislava teleportiert. Willst du noch zurückfahren? Wenn du willst, kannst du machen. Ich mach Ich mach davon jetzt ein Fotos und schick dir das mal. Teleportier dich. Genau, so, wo geht denn das? F7 ist das, ne? Nee. Doch, F7. So. Nach Bratislava, ja, nice. So, ich bin schon da. Ja, und? Ha! Ich hab mit 60 hier reingehauen. Kleiner Kacklappen. Ah, ich sollte wohl jetzt. So. 134.000 mal wieder, man kennt ihn. Das ist Standard. Standard. Ah, Leute, die Mail raus. Hier ist ein Händler, Mercedes.
Mercedes, bist du's? So, ich schau mir jetzt erstmal die Garage. Ja, und dann war es auch. Auf jeden Fall. Und Pascal sich eine Garage gekauft hat. Pascal mäht ein Feld. Oh, Junge. Oh, nee. Aber geil. Oh, erste Folge. Pascal mäht ein Feld. Digga, Junge. Na, also wer auf diesen Titel gekommen ist, Leute, ich weiß nicht. Ich hab nur so auf dieses Bild geschaut und denk mir so, Pascal mit einem Feld mit dem Mähdrescheinbar gerade. Also Pascal mit einem Feld. Reicht. So. Ey, das war so cringe, Alter. Was du Spacken, Alter? Ey, du fährst einfach gesagt? Raus, obwohl ich noch. Komm. Ich geb dich zur Seite, komm. So, dann war's das auf jeden Fall. Ja. Bis zum nächsten Mal. Fahr doch zurück, Junge. Bis zum nächsten Mal und. Tschüss. Ciao.